Das Unterrichtsprojekt, was wir vorstellen, trägt den Titel Organische LEDs als Zukunftstechnologie im Chemieunterricht. Es wurde durchgeführt am neuen Gymnasium in Rüsselsheim und es ging darum, im Chemieunterricht das Thema organische Leuchtdioden zu behandeln und auch zu erklären, ja, wie sind organische Leuchtdioden eigentlich aufgebaut und wie funktionieren sie. Ich finde es besonders wichtig, Zukunftstechnologien im Chemieunterricht oder generell im naturwissenschaftlichen Unterricht umzusetzen. Das Thema OLED findet sich in den Smartphones von Schülerinnen und Schülern. Und Smartphones sind natürlich etwas, was wirklich Alltagsgegenstände von allen Schülerinnen und Schülern, aber auch natürlich von uns Erwachsenen darstellen. Und es ist meiner Ansicht nach unheimlich wichtig, dass solche modernen Themen auch Einzug finden in die Lehre, in die Ausbildung von unseren Jüngsten. Und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, dass man im Chemieunterricht das Thema OLED behandeln könnte. Denn in OLEDs werden Kunststoffe eingesetzt, die sowohl lumineszierende Eigenschaften haben, als auch die klassischen Kunststoffeigenschaften. Und diese Eigenschaften kann man sehr gut an den Molekülen nachvollziehen, sodass sich das Thema wirklich hervorragend für den Chemieunterricht eignet. Wir haben uns die Funktionsweise der OLED angeschaut mit Hilfe des Energiestufenmodells. Was auch besonders schön, wie ich finde, an dieser Thematik ist, dass das tatsächlich die aktuelle Forschung nicht nur am Rand behandelt, sondern tatsächlich auch Arbeitstechniken, die in der Forschung angewendet werden, wie beispielsweise das Spin-Coating, also die Erzeugung dünner Schichten anhand einer speziellen Apparatur, was schnell dreht und dadurch über die Fliehkräfte dünne Schichten abschneidet. Das ist eine Technik, die auch die Fachwissenschaftler verwenden. Wir versuchen halt Low-Cost-Experimente zu entwickeln, die diese Techniken auch simulieren, nicht nur simulieren, sondern tatsächlich auch verfügbar machen für die Schülerinnen und Schüler, damit die einen echten Einblick in die aktuelle Forschung bekommen. Und es gibt den Schülern dann eben auch einen realistischen Einblick in das anschließende Studium oder in die Berufe, die sie dann hinterher ergreifen können. Denn dann wird es nicht mehr so sein, dass die Naturwissenschaften voneinander separiert sind, sondern sie werden immer mehr auch Vernetzungen feststellen. Und das auch schon mal in den Schulunterricht zu transportieren und ihnen damit auch einen gewissen Einblick zu geben und Ausblick auf das, was sie vielleicht mal werden könnten, hat natürlich einen ganz besonderen Wert für die Schülerinnen und Schüler.